Ja, die Idee ist während der Recherchephase des Bachelors entstanden. Und ich habe mit lokalen Hobbyimkern aus meiner Stadt gesprochen und da eigentlich erst so richtig das Problem zum ersten Mal erfahren. Und danach habe ich mich natürlich im Internet weiter über das Bienensterben informiert. Und daraus ist dann eben ja, die Idee in diese Richtung zu gehen entstanden. Ja, auf jeden Fall. Also ich musste mich immer wieder der Herausforderung stellen, für mich selbst den Anspruch oder einen niedrigeren Anspruch daran zu haben, dass das Ganze sofort funktionieren muss, sondern vielmehr die Vision im Kopf zu behalten und zu sagen, ich möchte quasi eine Vision erschaffen und zukunftsweisend und gar nicht so flach denken sozusagen. Und das war immer wieder eine Herausforderung, da dran zu bleiben und wirklich daran zu glauben, dass es funktioniert. Ja, letztendlich hat mich einerseits auch wieder mein Professor darauf aufmerksam gemacht, dass man sich natürlich bewerben kann und andererseits habe ich den Preis natürlich auch schon, also ich kannte den natürlich auch schon und hatte bis jetzt nie ein Produkt, von dem ich gedacht hätte, es würde überhaupt eine Chance haben, aber diesmal habe ich eigentlich schon dran geglaubt und ja, habe mich beworben.